Ist Ralf Rangnick die Rettung in Not für FC Bayern München und bringt er sie wieder auf Erfolgsspur? Das werden wir heute diskutieren, und zwar nach den Absagen von Xabi Alonso und Julian Nagelsmann, die für mich die perfekten Kandidaten wären, folgt jetzt laut Medien die Spur auf Ralf Rangnick, und was für ihn spricht, das diskutieren wir jetzt. Ich glaube, Ralf Rangnick ist vor allem bekannt für seine Historie bei Hoffenheim, aber auch vor allem bei Leipzig. Aber natürlich macht er auch momentan bei Österreich einen wahnsinnig guten Job, was man ihm einfach vorhalten muss. Ich halte ihn persönlich für einen guten Trainer auf jeden Fall, der einiges bewirken kann oder auch schon bewirkt hat in seiner Laufbahn. Aber für mich ist er noch ein besserer Leiter von einem Verein. Er kann einen Verein lenken in die Erfolgsspur. Und genau, das finde ich zeichnet ihn vor allem aus, weil er dadurch auch, wenn er ein bisschen mehr Macht hat, zum Beispiel wie in Leipzig man sehen konnte oder in Hoffenheim, dann kann er das auch sehr positiv für einen Verein nutzen. Vor allem, weil zum Beispiel, wir halten fest, Manchester United seine Zeit, manche würden sagen, er war nicht erfolgreich dort, als Trainer war es nicht optimal, gebe ich auch vollkommen recht. Aber trotzdem, wie es auch im Nachhinein rausgekommen ist, er hat Manchester United seine Vorschläge unterbreitet. Und wenn wir uns die Spieler anschauen, die er da vorgeschlagen hat, die er holen will, und keinen bekommen hat natürlich davon, es ist einfach, haben wir Vlahovic, Nkunku, Haaland, Guardiol und Luis Diaz. Die sind absolut gute Spieler vor allem, und ich glaube, hätte Manchester United sich die damals geholt, bestimmt hätten sie nicht jeden bekommen davon, da bin ich mir sicher, aber hätten sie davon den einen oder anderen bekommen, das wäre eine wahnsinnig starke Truppe und vielleicht auch eher für seinen Spielstil ausgelegt, weil er auch häufig mit einer Doppelsturm, zum Beispiel Vlahovic, Nkunku wäre ein geiler Doppelsturm gewesen, beziehungsweise ja, Guardiol auch super gut, und das ist halt ein bisschen schade, dass er da nicht seine Acht bekommen hat, und die wird er ja bei Bayern bekommen, weil sie ja im Kaderumbruch sind, und das finde ich ist auf jeden Fall, was man Ralf Rangnick zugute halten muss. Schreibt auch gerne eure Meinung einmal in die Kommentare und lasst ein Abo da, um weitere Talks nicht zu verpassen. Das spricht jedoch gegen Ralf Rangnick, und zwar finde ich, dass wir bei Bayern einfach schon Talentfinder haben, wir haben einfach welche schon mit Max Eberl, der auch eine wahnsinnige Überzeugungskraft bislang leisten konnte, wie man das auch vor allem bei Borussia Mönchengladbach gesehen hat, wie er da auch Talente überzeugt hat hinzugehen, beziehungsweise auch in Leipzig in seiner kurzen Phase wie so ein Xavi Simons, und ja, vor allem auch ein Talententdeckerer ist Christoph Freund, muss man sagen, also das, was eine Stärke von Rangnick ist, da haben wir schon zwei, und ich weiß jetzt nicht, ob dann noch der Rangnick unbedingt obendrauf da sein muss. Ich halte andere vor allem, also, oder was heißt, ich halte andere, aber ich finde, bei Bayern müsste eher ein exzellenter Trainer da sein, der wirklich das Trainersein perfektioniert hat und nicht ein Allrounder ist wie Rangnick, und vor allem auch diese Bayern-DNA braucht, weil für mich ist es einfach so, die Bayern-DNA ist es, Ballbesitz, Fußball zu spielen, dominant zu sein, das Spiel zu bestimmen und dadurch zu gewinnen, und das finde ich auch bislang immer am besten, weil ich mag es einfach, wenn man die Kontrolle, das ist meine eigene Philosophie, die ich am besten finde, aber trotzdem auch die von Bayern, und zwar einfach die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, auch wenn es natürlich nicht immer gelingt, aber vor allem in der Bundesliga kann man das sehr häufig machen, und Rangnick muss man ja nicht, das ist ja nichts Schlechtes per se für ihn, aber er steht eher fürs Gegenpressing und nicht für Ballbesitz unbedingt. Und das ist halt einfach häufig nicht möglich in der Bundesliga und auch in der Champions League, weil Bayern häufig als Favorit reingeht. Man muss sagen, Jürgen Klopp hat es auch gemacht mit dem Gegenpressing, super erfolgreich. Ja, aber das ist Premier League, wo alle auch sehr stark sind und man nicht unbedingt sich versteckt vor Liverpool, und auch er hat seinen Spielstil über die Jahre jetzt etwas abgeändert. Deswegen, für mich ist es nicht optimal, das, was zu Bayern passt. Und zudem ist es, falls es wirklich so sein sollte, Rangnick als Übergangslösung für Bayern. Das heißt, er würde ein Jahr zum Beispiel machen oder zwei Jahre, und dann wird man sich schauen, ob man, weiß nicht, im nächsten Jahr vielleicht Xabi Alonso wieder bekommt oder im übernächsten Jahr zum Beispiel Julian Nagelsmann nach der WM. Finde ich nicht optimal, bin ich ehrlich, weil es einfach noch Thomas Tuchel auf der Trainerbank gibt. Es ist einfach so, er hat im Sommer nicht seine Spieler bekommen. Er hat seine Spieler nicht im Sommer bekommen, und jetzt steht ein Kaderumbruch vor. Warum nicht ihm noch eine Chance geben?
Also man hat ihn eh unter Vertrag. Ich meine jetzt nicht einfach auf dumm 3 Jahre direkt zu verlängern, sondern zu sagen, hey, kriegst noch eine Chance. Und wir haben zwar gesucht und alles gut, haben uns eigentlich auch getrennt, aber warum nicht das Ego ablegen und sagen, okay, wir machen nochmal weiter und geben ihm nochmal eine Chance. Also deswegen finde ich es Rangnick nur als Übergangslösung zu holen. Nicht unbedingt clever und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. So, kommen wir zum Fazit und zwar muss ich sagen, ich bin nicht der größte Fan von Ralf Rangnick bei Bayern. Ich mag ihn richtig, richtig gerne bei Österreich. Ich finde es richtig geil, was er sich da aufbaut, wie er diese Mannschaft nochmal belebt. Also die haben eine verdammt schwere Gruppe, aber ich bin mal gespannt, ob sie vielleicht einen zum Beispiel Holland oder so rauskicken können, beziehungsweise es trotzdem irgendwie schaffen, über einen dritten Platz weiterzukommen. Und deswegen, ich bin ein Riesenfan davon, aber ich glaube nicht unbedingt bei Bayern. Aber dennoch würde ich sagen, wenn die sich dazu entscheiden, ich supporte Rangnick, ich mag den super gerne als Trainer. Ich würde ihn tatsächlich lieber, wenn er wieder einen Verein will, würde ich ihn aktuell sehr, sehr, sehr gerne bei Hamburg sehen, tatsächlich, weil die genau so einen Rangnick brauchen einfach. Ein Trainer und ein Entwickler vom ganzen Verein, sage ich mal. Und ja, das aber nebenbei, das wollen wir jetzt nicht so weiter diskutieren. Und ja, deswegen, also Rangnick, ich würde ihn trotzdem supporten, aber ich denke, es wäre was Besseres und zwar würde ich sogar persönlich lieber Thomas Tuchel behalten, auch wenn ich der Meinung bin, dass er vielleicht doch nicht so gut zu Bayern passt, muss man sagen. Einfach auch vielleicht so von der ganzen Präsenz und so weiter, es ist halt einfach nicht unbedingt optimal gewesen, aber bevor man Rangnick als Übergangslösung holt, würde ich sagen, lieber Thomas Tuchel noch eine zweite Chance geben. Er holt sich auch auf jeden Fall Spieler, die er haben will, die auch gut sind, in den Kader reinpassen. Und man muss auch sagen einfach, dass Tuchel hat im Sommer, wie gesagt, vorhin schon nicht seine Spieler bekommen. Deswegen finde ich, ist es halt einfach, auch wenn man einen Kaderumbruch macht, warum gibt man ihm dann nicht noch eine Chance? Vor allem, weil halt, muss man leider sagen, die ganzen guten Kandidaten mit Xabi Alonso, mit Julian Nagelsmann und Sebastian Hoeneß finde ich auch sehr gut, wäre noch eine sehr mutige Lösung, aber für mich auch ein bisschen zu früh. Aber warum gibt man dann nicht einen Tuchel? Der hat einen flexiblen Spielstil, passt zu Bayern eigentlich, seinen Spielstil, man steht ja nicht ohne Grund im Champions League Halbfinale. Und ja, deswegen, für mich ist es vielleicht nochmal abwarten, die Realspiele nach Tuchel, weil vielleicht bringt es doch was, also nicht zu, ich sag mal, wenn man im Champions-League-Finale steht, warum ihm dann nicht nochmal eine Chance geben mit eben einem Kaderumbruch, der passt und vor allem, weil ich halt auch nicht unbedingt finde, dass der Kaderspiel oder die Spielidee sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist zu den nachfolgenden Kandidaten wie Xabi Alonso oder Julian Nagelsmann, deswegen finde ich, sollte man das probieren, vor allem, weil man einfach beim DFB momentan sieht, dass die Bayern-Spieler oder einige Bayern-Spieler rausgeflogen sind und schon ist es so, dass einfach der Kader, also die Nationalmannschaft deutlich besser spielt und deswegen finde ich auch, sollte man dann vielleicht eher Tuchel die Chance geben, aber ansonsten, ich bin gerade auch überfragt, welcher Trainer überhaupt sein sollte, weil alle möglichen abgesagt haben oder die zwei Top-Kandidaten für mich nicht wollen. Deswegen finde ich, warum vielleicht nicht sogar Tuchel noch eine Chance geben, weil es einfach gerade keine bessere Alternative gibt. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare und schaut euch da auch gerne das ganze Video zum ausführlichen Bayern-Trainer-Talk an, was ich letztens hochgeladen habe. Da steht nämlich, oder sage ich, alles über jeden möglichen Kandidaten.